Wir sind noch immer auf der Suche nach einem dubiosen Elf, den wir deuten sollen. Und offensichtlich hält er sich in diesem Hotel auf. Wahrscheinlich über mir. Hallo, ich bin nur hier, um eure wunderschönen Blumen zu betrachten, natürlich. Ich muss auch inspizieren, ob die oben gut versorgt sind, die Blumen, ne? Ist ja doof, wenn ihr eure Blumen nicht gießt und so. Das wäre total schade und so. So und so vor allem. Und so und so. Warte mal. Warte mal. Also hier scheint es ja schon mal nicht zu sein, ne? Da bestimmt. Nee, Moment. Das ist die einzige Tür. Im Keller? Ich kann sie ja mal ansprechen. Da oben ist noch eine Treppe. Ich kann sie ja mal ansprechen. Welcome to the Tiber Septim Hotel. I am Augusta Elidia, your hostess. Elidia, Kelidia, oder? So, man könnte sie jetzt nach Felien fragen. Ich habe das bei der letzten Gelegenheit nicht getan, weil ich halt dachte, wie auffällig ist denn das bitte, wenn Sharash hier reinkommt und erstmal fett nach demjenigen fragt, den er umbringen will. Aber ich mach das jetzt einfach mal. Ich will mal wissen, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. Yes, I know who Felien is. Know quite a bit about him actually, but probably shouldn't gossip. I mean, we hardly know each other. Okay. Yes. Ach so, sie will jetzt. Okay, also wir sollten jetzt mit ihr sozusagen uns gut tun, damit sie uns was über Felien erzählt. Aber habe ich darauf Bock? Habe ich Bock, dieses Minispiel jetzt zu spielen? Ich weiß ja nicht. Eigentlich habe ich darauf ja nicht so Bock. Aber wir probieren es mal. So, das mag sie gar nicht. Findet sie voll gut. Findet sie, naja, so. Sure, that's cute. So. Das findet sie gut. Don't, please. I'm sorry. Das findet sie scheiße. Don't waste your flattery on me. Und das findet sie, naja. That never happened. Wir sind jetzt, nun, schlechter mit ihr gestellt als vorher. Das hat ja gut funktioniert. Ich bin halt in diesem Spiel immer noch nicht wirklich gut, muss ich zugeben. Wir können halt vor allen Dingen irgendwie auch nicht rotaten. Das finde ich ein bisschen doof. Warum können wir nicht rotaten? That never happened. Ja. So, jetzt haben wir Don't das. Talk such rot. Und das. I accept. Und das. Yeah, I get it. So. Jetzt können wir. Ich darf mir halt auch nicht so viel Zeit lassen. Not now, not later, not ever. Ja, ja, ist ja gut. I accept. I have no choice. Ja, nee, wir verkacken es gerade total. Not bad, not bad at all. Ja, ist egal. Also, ich verliere damit ja nichts, wenn ich das jetzt mache. Don't try to manipulate. Don't, please. I'm sorry. Yeah, I get it. Im Prinzip ist es egal, was da jetzt bei rumkommt. Not nonsense. Ja. Keine Ahnung. So, no more, you're frightened. Ja, alles klar. Ich habe keine Lust mehr. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag es einfach nicht. Es tut mir leid. Wo ist denn der Typ? Also irgendwie verstehe ich es nicht. Warte mal, also hier ist anscheinend auch nicht richtig. Der muss irgendwie im Keller sein. Ja, mal im Keller. Oh Gott. Das wird doch nichts. Jetzt wird jemand sehen. Dann werden wir ins Gefängnis gehen. Scheiße. Scheiße. Komm schon. Jetzt habe ich bestimmt ein Verbrechen begangen und eine Wache steht hinter mir. So läuft das doch in diesem Spiel. Ja, ich will ja nichts sagen, aber hier sind wir auch nicht richtig. Okay, ich verstehe es nicht. Die Anzeige ist grün, heißt also, er befindet sich in diesem Raum. Ist der Typ unsichtbar?
Vielleicht? Langsam wird mir das ein bisschen zu blöd. Was ist denn das überhaupt für ein Marker? Vielleicht ist das die falsche Quest. The Lonely Wanderer lives at the Typer Septim Hotel in the Talos Plaza District of the Imperial City. I should ask around for him there. I can feel myself getting closer. But I must remember, I will forfeit my bonus if Felion is killed in an insecure location. Ja, okay, also wir dürfen ihn nicht im Hotel töten. Und er muss... Also ich muss noch weiter rumfragen. Ich komme anscheinend nicht drumrum. Ich muss diese Hotelalte fragen. What can I do? Boah, das gibt's doch nicht. Ey, Leute, das finde ich jetzt irgendwie kacke, dass er mich zwingt, dieses Spiel zu spielen. Whatever you want. Don't try to manipulate me. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht drehen dürfen. So you say. Yes, yes. Don't waste your flattery on me. Gar nichts dürfen wir. Good one. That never happened. Also ich verstehe ja, was ich machen muss in diesem Spiel, aber nonsense. Es kommt halt auch irgendwie immer aufs Gleiche raus. Sure, that's cute. So. Jetzt haben wir das Problem wieder. Sure, that's cute. Yes, yes, not now. That never happened. Ich muss mich halt auch super beeilen. Don't try to manipulate me. I doubt it. Boah, das war jetzt, glaube ich, mega scheiße. Oder? Nee, war gut, war gut. Schön. Don't talk such rot. That's pretty good. Boah, was die da labert, ne? Whatever you want. Wenn ich dieses Spiel nervt alleine schon. Oh. Ich merke schon, jetzt werden mich die ganzen Oblivion-Liebhaber wieder zerhacken, weil ich das Spiel nicht kann. Es tut mir ja leid. Ja, also ich bin halt nicht in allem gut. Auch wenn euch das jetzt vielleicht überraschen sollte. Ja, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Ich habe keine Lust mehr. Das Spiel ist doof, 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 doof. So you say. Yes, yes, whatever you say. Wir sind jetzt bei 49. Wenn wir es irgendwie schaffen, sie auf 50 zu kriegen. Don't waste your flattery on me. Good one. That I accept. I have no choice. Don't whatever you want. That's pretty. So you say. Okay, fertig, fertig, fertig. Jetzt bitte. Felion. Oh, I know him all right. A waste of life, that one. He lives here, you know, with his sweetheart, a trainer. A trainer. What that poor girl sees in him, I'll never know. A trainer pays for their room, their food, everything. She's quite wealthy, I believe. Felion used to have money. Used to be quite a gentleman, too. But that was before he took a fancy to the, you know, the Skoomer. Now, Felion's hardly ever here. He's off using Skoomer or wandering the city looking for some, I imagine. He comes back every night to be with a trainer, but only for a few hours, I swear. That high elf is going to wind up dead if he keeps living like this. Okay, ist also total skoomersüchtig und ist nur zeitweise hier. Das ist doch schon mal eine Spur. Ja, sorry für meine Ungeduld eben. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig, dann wieder reinzukommen, wenn man so lange nicht aufgenommen hat. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass ich selber schuld bin, dass ich so lange nicht aufgenommen habe. Aber, ja. Bad things happen, wisst ihr? So, hi. Oh, Felion. Dear Felion. Why must you ruin both our lives? Ich weiß es nicht. Wie wär's, wenn du dir einen anderen Typen suchst? Yes, good sir. How may I help you? Du hast komische Haare. Erzähl mir was über deinen komischen Junkie-Freund. Felion? He's my sweet. My true love.
But I don't know why I'm telling this to you. I mean, we hardly know each other. Och nee, bitte nicht schon wieder dieses Spiel. Och nee. Oh. Say what you're going 34. To say. Wir starten bei 34. Willst du mich verarschen? No, you do me too much honor. I doubt it. 44. Das war doch schon mal ganz gut. Genau, bestechen können wir sie auch. Ja, das findest du voll kacke. That's pretty good. What a wonderful. That's cute. Yeah, right. Oh, das lief gut. Excellent. Reicht das vielleicht schon? Please, I don't mean to get emotional. Wenigstens muss man nicht so viel I feel haben. I can trust you. Bin besänftigt. I just don't know what to do about Valian. All he thinks about, all he cares about is Skooma. He was a fine young man once, but he's lost everything. His looks, his money, his self-respect. I followed him a few times to see where he goes. He walks around the city looking for Skooma. And then he goes to Lorkmir's house for several hours. It's in the Elfin Gardens district. I think the house is deserted. That's why he goes there. So he can escape from life and do his Skooma. Thank you for listening. You're a good friend. Nun, wenn du wüsstest. I just hope my sweet Phelan can clean himself up, or that awful Skooma will be the death of him. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir wissen jetzt, wo er sich rumtreibt. Das Herumtreiberlein. Oh, yes. Goodbye. Tschüss. Das heißt, wir können ihn jetzt suchen gehen und wenn sie wüsste, warum wir ihr zugehört haben, wäre sie uns bestimmt nicht mehr so freundlich gegenüber eingestellt. Und wir gehen zum Elfendistrikt. Nein. Niemals. Ich werde niemals sprechen. Ja, so ist das, ne? Ich würde mal sagen, es geht immer schlimmer mit dem Leben. Oder als Drogensüchtiger, würde ich mal sagen, hast du durchaus, also als stark Drogensüchtiger, hast du durchaus es geschafft, ziemlich, ziemlich schlecht zu leben. Vor allen Dingen, ich finde das immer, es ist halt irgendwie immer, es klingt jetzt total scheiße, das kann ich eigentlich nicht sagen. Das kann ich eigentlich nicht bringen, das zu erzählen, aber ich finde es halt manchmal, natürlich ist das alles schrecklich zu hören, gerade bei, wenn es echte, sagen wir mal, wenn man es in Büchern liest oder wenn es hier so eine Geschichte in einem Spiel ist, dann fühlt man sich irgendwie immer besser mit seinen eigenen Problemen. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat man irgendwie immer so einen Blick dafür, wie es halt noch schlimmer geht. Gerade bei so Drogengeschichten oder... Hey, whoa. Da bist du ja. Sneak up on people like that. So, die Frage ist jetzt, wo zeigt denn der Zeiger hin? Ich würde dich da drin töten, richtig? Das sage ich jetzt so zu ihm auf der Straße. Die Frage ist jetzt, ich könnte mit ihm sprechen. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. What? What do you want? Friend? Wait. Er sieht gar nicht so fertig aus. If you are my friend, you'd give me something. Like, wir haben kein Skooma. Skooma. Tut mir leid, Felien. Skooma! Oh yeah. You want to be my friend? I'll tell you what. Skooma's the only thing I want. You get me some. Now listen up. Skooma. You know what that is? Get me some Skooma and we'll be good friends. Ich weiß doch gar nicht, wo ich sowas okay. herkriege. Du weißt sicherlich besser, wo du sowas herkriegst. Do you have any Skooma now? Because I can be your friend right now. Der Typ ist echt... verdammt gruselig. Ja, natürlich habe ich Skooma. Wait. You lied. Oh, that's mean. Nordino. In Braville. He sells Skooma. Late at night. Go get me some. Okay. 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 Also. Oh, hey. Yeah. Ich vermute ja fast, dass es so laufen wird, dass wir. Later.
dass wir ihm Skooma bringen können und er uns dann vertraut und wir ihn dann irgendwo hinlocken können. Weil hier auf der Straße können wir ihn auf gar keinen Fall töten. Andere Frage wäre, was passiert, wenn wir ihm jetzt einfach hier reinfolgen? Aber das ist halt ein Schloss, das sehr schwer zu knacken ist und ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Viel cooler fände ich es, glaube ich, einfach mal dieser Spur nachzugehen und ihm Skooma zu besorgen. Weil es halt auch irgendwie interessanter ist, als jetzt einfach da einzubrechen und ihn umzuhacken. Deswegen gehen wir mal nach Bravil und schauen uns um. Was mich übrigens mal interessieren würde, so als Meinungsumfrage, ist, was haltet ihr denn von Schnellreisen in Oblivion? Findet ihr, so wie ich, dass dieses Spiel eigentlich dafür ausgelegt ist, schnell zu reisen, weil einfach diese ganze Struktur der Geschichten und natürlich auch die eher undetaillierte Außenwelt, das hier, ihr dürft nicht vergessen, das, was ihr hier seht, ist natürlich eine Mod, ja, also das Spiel war ursprünglich gerade in der freien Wildbahn sehr, sehr viel langweiliger gestaltet noch. Wie empfindet ihr das? Also mit der Schnellreise jetzt ausschließlich in Oblivion. Skyrim ist eine andere Sache. Würdet ihr sagen, dass nutzt ihr das beim Spielen? Habt ihr das beim ersten Mal Spielen benutzt? Und würdet ihr mir da zustimmen, dass es halt schon irgendwie das Spielgefühl verbessert, wenn man in Oblivion schnell reist? Oder sagt ihr das ganze Gegenteil und findet ihr das Schnellreisen irgendwie auch hier das Spielgefühl eher verschlechtert, weil man halt sehr viel verpasst? Kann ja sein, dass ihr das halt anders seht. Würde mich mal interessieren. So, hallo, mit dir soll ich reden. Du hast... Nee, du bist nicht der Händler. Der Händler muss oben sein. Irgendwer von euch verkauft Skooma. Mhm. Ich kann... Hi. You'll always get a fair deal here. I'm Nillowyn. What can I get you? Okay, die Frau hat, glaube ich, nicht so viel zu sagen zum Thema. Da ist er. Hi. How are you? Yes? Oh, doch nicht. Farewell. Doch, du bist aber derjenige. Okay, nochmal die Quest lesen. I met Phalion. He wants me to supply him with Skooma. If I do that, he may consider me a friend, making his elimination that much easier. Phalion mentioned that a man named Nordinor in Bravil sells Skooma late at night. Also okay, das ist das Problem. Verstehe. Okay, pass auf. Dann werden wir mal ein paar Stunden warten. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich jetzt rausgeschmissen. Aber ich glaube, das läuft so nicht in Oblivion. Sie sagen schon, man soll sich verpissen, aber... What can I... Okay, der hat auch nichts. Okay, pass auf, wir gehen mal raus. Vielleicht noch eine Stunde warten. Jetzt haben wir es doch late at night. Jetzt komme ich bestimmt nicht wieder rein. Warum ist der Zeiger jetzt wieder grün? Ich verstehe irgendwie immer noch nicht so ganz... Aha. Okay, deswegen. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum der Zeiger jetzt grün ist, wenn er drin ist. Aber er ist gar nicht drin. What? So, Junge. Was? May I interest you in some of my fine wares? Oh Gott, das ist ganz schön teuer. Wie viel Geld haben wir? Genug. So, einmal Skooma, bitte. A pleasure to serve you. Mit Drogenverkauf kennt Sharash sich nämlich aus. So, wir haben jetzt Skooma gekauft. Jetzt müssen wir zurück zu Phalion und... Ah, jetzt ist er natürlich nicht mehr unterwegs hier. Finden wir ihn denn jetzt? In seinem Haus. Oder in dem Haus von Lokmir. Das ist ja nicht sein Haus. Was auch immer er da tut. Ich glaube, das hatte seine Freundin gerade sogar erzählt, was er da macht. Ich glaube, der hat, glaube ich, auch immer Skooma für ihn.